Ein Auto so sich lackieren zu lassen ab Werk ist wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert. Aber es gibt eine Alternative und das heißt, sich sowas mit Folien bekleben zu lassen. Und heute sind wir hier zu Gast bei Folien Car Concept in Remscheid in der Treppenstraße. Und wir sind bei den Brüdern Sebastian und Adam. Wie seid ihr denn auf Folien Car Concept gekommen? Also wir waren vorher, Adam 10 Jahre, ich 8 Jahre, in einem anderen Unternehmen tätig, die Folienbeschichtung gemacht haben. Und haben schon immer mit der Selbstständigkeit so ein bisschen geäugelt. Nachdem wir die Erfahrung gesammelt haben, haben wir den Schritt gewagt letztes Jahr November und sind, ich sag mal, bis jetzt mit der Auftragslage auch belohnt worden. Ja, und wenn man sich so ein Auto anguckt, wieso lassen sich Leute ihre Autos mit Folien bekleben? Ja, es gibt ja eigentlich verschiedene Gründe. Wenn ich jetzt mal das beste Beispiel nennen darf, das ist das Taxiunternehmer zum Beispiel. Problem mit dem Lack, Elfenbeintöne lassen sich, nachdem das Auto, ich sag mal, 4 Jahre gelaufen ist, ganz schlecht verkaufen. Also holt sich so ein Unternehmer so ein Auto in Schwarz oder in Silber, lässt es dann bei uns folieren und zieht es nach 4 Jahren wieder ab und hat darunter natürlich einen unversehrten Lack. Das steigert natürlich dann wiederum den Wiederverkaufswert trotz der gelaufenen Kilometer. Und das wäre nur eins der Beispiele. Dann kann man natürlich Einzelteile mit Klarsichtfolien, Steinschlagschutzfolien beziehen lassen, um natürlich die Stoßstangen, Hauben oder Spiegel schützen zu lassen. Und natürlich auch den ganz normalen Farbwechseln, Matttöne, Glänzendtöne. Da gibt es natürlich in der Farbwahl ganz viele Möglichkeiten, was machen zu lassen. Das hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Und ja, wir haben hier mal ein BMW-Rennfahrzeug als Beispiel, wie es beklebt wird. Das Auto ist soweit jetzt vorbereitet. Jetzt machen wir das Dach als letztes Teil drauf. Wir legen jetzt die Folie auf, ziehen das Trägerpapier von der Folie ab. Jetzt werden wir von hinten angefangen, das Dach nach vorne hin mit unserem sogenannten Rackel, das Werkzeug, was wir benutzen, anrackeln. Jetzt rackeln wir das Dach runter. Von hinten angefangen, sind jetzt bei der Mitte. Jetzt sind wir fertig mit dem Dach. Jetzt müssen die Kanten mit dem Föhn angeföhnt werden, damit die Kanten sauber an den gegenüberliegenden Kanten liegen. Dann werden die Kanten mit dem Messer jetzt von uns sauber abgeschnitten und rumgelegt. Jetzt muss das Antennenloch ausgeschnitten werden und dann ist das Dach jetzt fertig und somit auch das komplette Auto. Und gibt es irgendwelche Highlights, die ihr selber rauspicken könnt von Autos, die ihr beklebt habt? Ja, also das Highlight war der Porsche von der Carmen Geiss. Das war definitiv das Highlight bis jetzt, was wir an Autos beklebt haben. Ja, jetzt haben wir ja mal die Arbeitsschritte gesehen, um so ein Auto mit Folie zu bekleben. Wie viel Zeit habt ihr dafür gebraucht insgesamt? Also für so einen Rennwagen brauchen wir 2 Tage Arbeitszeit. 2 Tage Arbeitszeit, also einiges an Arbeit, das eingesteckt ist. Was ist das Schwierigste zu bekleben an so einem Fahrzeug? Ich würde sagen, mit Sicherheit sind das die Stoßstangen und die Spiegeln, da sind die aufwendigsten Teile an so einem Auto. Weil das einfach so zerklüfft ist, da muss die Folie vernünftig rumgezogen werden und das dauert mit Sicherheit am meisten oder am längsten. Ja, danke, dass wir mal zuschauen konnten hier, wie er ein Auto mit Folie beklebt hat. Und vielleicht hat der eine oder andere Interesse bekommen, sich sein Auto zu bekleben lassen. Folien Car Concept hier bei uns in Remscheid, da gibt es die Möglichkeit, sein Auto sich bekleben zu lassen.